The story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Gottes Mühlen malen langsam, malen aber trefflich klein. Ob aus Langmut er sich säumet, bringt mit Schärf er alles ein. Das ist ein kleines deutsches Gedicht, das von Longfellow ins Englische übersetzt wurde. Die Mühlen Gottes malen zwar langsam, aber sie malen ziemlich fein. Mit Geduld steht er da und wartet, doch irgendwann malt er schließlich alles. Es gibt eine Zeit, in der Gottes Geduld zu Ende geht. Er ist unglaublich geduldig, erstaunlich barmherzig, aber es kommt eine Zeit, in der Gott genug hat. Das ist die Botschaft der Propheten. Jona hat sich nur im Timing geirrt. Damals herrschte noch die Zeit der Barmherzigkeit und Geduld Gottes mit Ninive, und Jona dachte, das sollte nicht sein. Aber erst mit Nahum, 150 Jahre später, war die Zeit gekommen. Nahum wurde mit der gleichen Botschaft der Zerstörung gesandt und diesmal gab es keine Hoffnung. Diesmal gab es keine Möglichkeit, dass sie positiv reagieren konnten. Sehen Sie, das andere Extrem ist zu denken, dass Gott niemals zornig sein wird, niemals strafen und eine Stadt oder ein Volk zerstören oder auslöschen wird. Aber das kann und wird er. Er mag langsam zornig werden, aber das bedeutet nicht, dass er niemals zornig wird. Gottes Zorn ist praktisch wie ein Topf Milch auf dem Herd. Sie köchelt lange Zeit vor sich hin und dann urplötzlich kocht sie über. Wenn Sie aufmerksam sind, sehen Sie, wie es köchelt. Gottes Zorn köchelt in diesem Moment wegen unserer Nation. Mit offenen Augen können Sie es sehen. Wann wird er überkochen? Das ist die Frage. Wer nicht aufpasst, merkt nicht, wie es brodelt und plötzlich ist die Milch übergekocht. Und meine Frau rennt vom Wohnzimmer in die Küche, die Milch kocht über. Wenn man aufpasst, wird man nicht überrascht. 150 Jahre nach Jona haben wir also Nahum. Lassen Sie mich ihn rasch historisch einordnen. Er kam aus dem Norden, was ich Ihnen schon sagte. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Israeliten nach Salomos Tod nie wieder geeint waren. Es gab einen Bürgerkrieg und die zehn Stämme im Norden trennten sich von den beiden im Süden. Die zehn Stämme im Norden behielten den Namen Israel und die beiden im Süden, Benjamin und Judah, nahmen den Namen des größeren Stammes an, Judah. Es gab also eine klare Trennung. Denken Sie immer daran, dass Jona aus dem Norden kam, als sich die zehn Stämme bereits getrennt hatten. Gleiches gilt für Nahum. Nur noch ein wenig Geschichte: Das hier sind die Könige des Nordens. Ich bin sicher, Sie haben schon von Ahab und seiner bösen Königin Isabel gehört. Auf ihn folgte Jerobeam II. Das war, als Jona nach Ninive ging. Danach Pekach, dann Hoshea. In der Zwischenzeit breitete sich Assyrien aus. Sie versuchten unter König Ahab, die zehn Stämme im Norden einzunehmen. Sie scheiterten zwar, aber sie sollten später zurückkehren. Sie kamen unter Tiglat Pileser III. wieder und verschleppten Naftali, einen der Stämme. Später unter Salmanassa kamen sie erneut zurück und verschleppten diesmal alle restlichen Stämme. Die zehn Stämme Israels gingen somit verloren und wurden aus dem eigenen Land vertrieben. Von da an blieb nur noch das kleine Juda im Süden übrig. Während der Regierungszeit Hiskias marschierte Sanherib ein und belagerte Jerusalem. Wir werden darüber sprechen, wenn wir uns heute Abend Jesaja ansehen. Es war ein äußerst dramatisches Ereignis, bei dem ein Engel 185.000 Assyrer besiegte. Das ist etwas, was ein Engel tun kann. Ich werde Ihnen später ein Foto von den Skeletten dieser 185.000 Menschen zeigen. Sie wurden unmittelbar vor den Mauern Jerusalems gefunden. Unter Assobanipal eroberten die Assyrer Theben und Oberägypten. Sie waren also jetzt schon ein mächtiges Reich. Und dann kamen zwei kleine Propheten. Über Zephania werden wir nicht sprechen, aber ich will kurz vorlesen, was er über Ninive sagte. Zephania sagte dies. Drohend erhebt Gott seine Hand, um Assyrien zu vernichten. Er wird die Hauptstadt Ninive in Trümmer legen, sie so öde und menschenleer machen wie die Wüste. Mitten in der Stadt lagern dann ganze Herden von Tieren. Wüstenkauz und Eule hausen nachts zwischen den zerborstenen Säulen. Aus den Fenstern krächzen Vögel. Die Türschwellen sind mit Trümmern übersät und die Teflung aus Zedernholz liegt abgerissen auf dem Boden. Das ist es, was Zephania unter anderem sagte. Doch der Mann, der schließlich hinging und ihnen sagte, dass sie absolut am Ende waren, war tatsächlich Nahum. Und obwohl Zephania es bereits hier in Israel gesagt hatte, ging Nahum wie Jona nach Ninive, sprach es dort aus und gab ihnen dadurch ihre letzte Warnung. Der große Unterschied zwischen Jona und Nahum ist natürlich, dass Gott Ninive diesmal nicht davonkommen ließ. Interessanterweise beschreiben beide Gott als langsam zum Zorn, aber der Unterschied ist, dass bei Nahum die Zeit abgelaufen war. Einmal entfacht, kann man Gottes Zorn nicht mehr abwenden. Wenn der Punkt erreicht ist, an dem er quasi überkocht, in der Bibel wird das häufig als der Tag seines Zorns bezeichnet, dann kann ihn nichts mehr zurückhalten. Solange sein Zorn köchelt, kann er abgewendet werden. Aber wenn Gott überkocht, kann ihn nichts mehr aufhalten. Für verschiedene Nationen und Einzelpersonen gab es bereits solche Momente des Überkochens und für die ganze Welt wird ein Tag des Zorns kommen, an dem die Menschen lieber durch ein Erdbeben vernichtet würden, als den Zorn im Gesicht Gottes und seines Sohnes Jesus zu sehen. Das steht in Offenbarung Kapitel 6. Gott ist hier jetzt also voller Zorn. Er kocht über, und obwohl der König von Nineveh wieder zu beten und zu fasten beginnt, er versucht dabei das zu kopieren, was zuvor bei Jona geschah, doch diesmal funktionierte das nicht mehr. Gott wollte es nicht akzeptieren. Sehen Sie, es kommt eine Zeit, in der es zu spät ist, sich zu ändern. Der letzte Vers von Nahum lautet, Deine Wunde ist tödlich, niemand kann deine Verletzungen heilen. Komischerweise wird dies als gute Nachricht beschrieben, jedoch nicht für die Assyrer. Es ist eine gute Nachricht für Israel. Denn Nahum wurde geboren, als die zehn Stämme besetzt waren. Er wurde in besetztem Gebiet geboren, unter assyrischer Herrschaft im heiligen Land. Können Sie sich das vorstellen? Geboren, aufgewachsen und erzogen unter den Assyrern, insofern ist seine Prophezeiung des Untergangs von Ninive eine gute Nachricht. Und wir hören diesen schönen Satz, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkünden. Nun sind Füße eigentlich nicht besonders schön, oder? Mögen Sie es, wenn Fotos von Ihren Füßen gemacht werden, schlimm genug, dass Ihr Gesicht fotografiert wird, aber Ihre Füße? Nein. Es gibt nur eine Situation, in der Füße schön sind, und das sind Füße, die eine gute Nachricht überbringen. Sie würden wohl auch die Füße von jemandem küssen, der ihnen die Nachricht überbringt, ihr Land, das ihr ganzes Leben lang von grausamen Feinden besetzt war, wird bald frei sein. Das ist die gleiche Situation, die Osteuropa vor ein oder zwei Jahren erlebte. Es ist also eine großartige Nachricht. Nahum sagt sogar, und wer von deinem Untergang erfährt, klatscht vor Freude in die Hände. Denn weit und breit gibt es keinen, der nicht unter deiner unendlichen Grausamkeit gelitten hat. Das ist eine eindringliche Prophezeiung. Nun stellt sich wieder einmal die Frage, ob Gott nicht nur die Natur, sondern auch die Geschichte beherrscht. Sehen Sie, während Jona fragt, ob Gott die Natur beherrscht, fragt Nahum, ob Gott die Geschichte beherrscht. Und die Bibel besagt, weil sie eine theistische Sichtweise hat, dass es Gott ist, der die Geschichtsbücher schreibt. Paulus sagte auf dem Areopag in Athen zu den Griechen, dass Gott einer Nation ihren Platz in Zeit und Raum zuweist. Insofern erlaubt Gott einer Nation aufzusteigen und ein Imperium zu errichten. Und es ist Gott, der alles beendet. Ich glaube, dass Gott das britische Weltreich beendet hat. Das Reich, über dem die Sonne nie unterging. Als wir 1947 unsere Hände in Unschuld gewaschen und gesagt haben, wir wollen nichts mehr mit den Juden zu tun haben, hat Gott entschieden, dann könnt ihr euch auch um niemand anderen kümmern. Und innerhalb von fünf Jahren war das Empire verschwunden. Das ist mein Verständnis von Geschichte. Gott beherrscht nicht nur die Natur, er beherrscht auch die Geschichte. Und er ist es, der Fürsten erhebt und sie stürzt. Er erlaubt einer Nation zu expandieren und bringt sie dann zu Fall. Wissen Sie, dass Christen in Deutschland zwei Jahre vor dem Fall der Mauer in Berlin im Namen Jesu verkündeten, dass Gott diese Mauer zum Einsturz bringen würde? Weil sie glaubten, dass Gott für die Geschichte verantwortlich und Geschichte deshalb vorhersehbar ist. Ein Teil der Aufgabe der Propheten war es, die Geschehnisse vorherzusagen und sie aufzuschreiben, bevor sie passierten. Und hier sagt Nahum, Ninive ist am Ende, was unglaublich erscheint, wenn man sich die Macht und die Stärke von Ninive ansieht. Und doch geschah es innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. Nahum besteht fast ausschließlich aus Vorhersagen. Analysieren wir also Nahums kleine Prophezeiung. Sie besteht nur aus drei Kapiteln und ist auch sehr einfach, auf die drei Kapitel aufzuteilen. Sie befassen sich alle mit dem Fall von Ninive. Zunächst einmal wird verkündet, wer von Gott berührt wird. Das göttliche Eingreifen bedeutet Unheil für Gottes Feinde und Befreiung für seine Freunde. Wenn Gott eingreift, hat das immer doppelte Konsequenzen. Wenn Gott in die Geschichte eingreift und handelt, bedeutet das Unheil für alle seine Feinde, für diejenigen, die sich Gott widersetzen und auf sich selbst vertrauen. Das sind die Feinde Gottes. Sie vertrauen auf ihre eigene Kraft und widersetzen sich Gott. Und wenn Gott handelt, sind sie es, die in Unglück gestürzt werden. Das liegt daran, dass, wie Nahum deutlich macht, eine Seite von Gottes Charakter darin besteht, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Aber er ist nicht neidisch. Gott beneidet niemanden um irgendetwas, weil sowieso alles ihm gehört. Ich liebe Psalm 50, wo es heißt, dass Gott spricht, selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich dich um nichts bitten. Das ist ein schöner kleiner Einblick in Gottes Genügsamkeit. Es heißt auch, das Vieh auf tausend Hügeln ist mein, das Silber und Gold ist mein, aber es beginnt mit, selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich dich um nichts bitten, ich würde mir einfach nehmen, was mir gehört. Dennoch ist Gott eifersüchtig. Das ist etwas anderes. Man ist neidisch auf das, was ein anderer besitzt. Eifersüchtig ist man auf etwas, was man besitzt und was einem jemand wegnehmen will. Verstehen Sie das? Man ist vielleicht neidisch auf die Frau eines anderen, aber man ist eifersüchtig in Bezug auf die eigene. Und Gott eifert für seinen Namen. Er eifert für seinen Ruf. Gott eifert für sein Volk. Er eifert für seine Welt. Gott spricht, es ist mein Name, mein Ruf, meine Welt. Und ich lasse nicht zu, dass sich Menschen in meiner Welt so verhalten. Das ist Eifersucht, und Eifersucht führt zur Rache. Das ist ein weiteres Wort bei Nahum. Wir müssen uns daran erinnern, Gott ist ein Gott der Rache, weil er ein Gott der Eifersucht ist. Er ist kein Gott der bösartigen Rache, aber ein Gott der Vergeltung. Deshalb werden wir in der Bibel ermahnt, niemals Böses mit Bösen zu vergelten. Überlassen Sie das einfach Gott. Die Rache ist mein, sagt der Herr. Verstehen Sie? Ich frage mich, wann Sie das letzte Mal eine Predigt über Gottes Eifersucht oder Gottes Rache gehört haben. Das ist Teil seines Charakters, denn er ist ein heiliger Gott. Nahum konzentriert sich fast ausschließlich auf Gottes Eifersucht und auf seine Rache an denen, die sich ihm widersetzen und auf sich selbst vertrauen. Aber diejenigen, die Gott während der ganzen Zeit der assyrischen Gräueltaten vertraut und geglaubt haben, dass Gott eines Tages alles in Ordnung bringen würde, Sie werden erlöst werden. Es ist also eine gute Nachricht. Das erste Kapitel ist ein Akrostichon-Gedicht. Das bedeutet, dass jeder Vers mit dem nächsten Buchstaben des Alphabets beginnt. Wenn Sie es auf Hebräisch lesen könnten, wäre es ein sehr geschickt konstruiertes Gedicht, das man sich leicht merken kann, weil jede Aussage mit dem nächsten Buchstaben des Alphabets beginnt. Ein Akrostichon ist eine Hilfe, um sich das Gesagte zu merken. Nahum macht das nicht für die Bewohner von Ninive, sondern damit sein Volk in Israel sich leichter daran erinnert. Denn es war eine gute Nachricht für sie. Behaltet es in euren Herzen, lernt es auswendig, wiederholt es, erzählt es euren Kindern. Ninive ist am Ende, weil Gott für seinen Namen eifert. Das ist Kapitel 1. Nahum wechselt in Kapitel 1 ständig hin und her. Eine Aussage zu Nineveh, eine Aussage zu Israel. Schlechte Nachrichten für Nineveh und jeweils abwechselnd gute Nachrichten für Israel. Eine wunderbare literarische Arbeit. Die Propheten konnten durch die Eingebung des Heiligen Geistes Worte in einprägsamer Weise zusammenstellen. Dann kommen wir zu Kapitel 2. Und wenn Kapitel 1 die Verkündigung ist, dass Nineveh fallen wird, so ist Kapitel 2 eine Beschreibung, wie es geschehen wird. Und es ist absolut erstaunlich in seinen Details. Ich saß vor dem Fernseher, als der erste CNN-Reporter in Bagdad sagte, dass die ersten Bomben fallen. Haben Sie dieses denkwürdige Ereignis gesehen? Ich meine, das Wunder des Fernsehens. Man sieht, wie ein Krieg tatsächlich beginnt. Unglaublich. Es war das erste Mal, dass Millionen Menschen auf der ganzen Welt den Beginn von Feindseligkeiten miterlebten. Naum jedoch sah alles beginnen, bevor es überhaupt stattfand. Und er beschreibt die Geschehnisse wie ein Fernsehreporter, so als ob er sie gerade vor sich ablaufen sieht. Dabei haben sie noch gar nicht stattgefunden. Dennoch ist alles so anschaulich und detailliert voller poetischer Gefühle. Es ist eine einprägsame Beschreibung. Als ich das Buch das erste Mal las, fühlte ich mich sehr an Alfred Lord Tennyson erinnert, dessen Todestag sich letztes Jahr zum hundertsten Mal jährte, wie ich Ihnen schon sagte. Erinnern Sie, eine halbe Meile, eine halbe Meile auf Sattel und Schabrackel hinein ins Feuer und Höllental reiten die 600. Zählt nicht der Kanonenzahl hinein, hinein ins Todestal. Haben Sie das auch in der Schule gelernt? Heutzutage wird so etwas nicht mehr gelehrt. Vielleicht ist es auch besser so. Ich lese Ihnen mal ein Stück aus Nahum vor. Mal sehen, ob es Sie daran erinnert. Nenewe, du bist am Ende. Schon rücken deine Eroberer heran. Sie werden dich dem Erdboden gleich machen. Nimm mal deine Kraft zusammen und rüste dich für den Kampf. Früher hast du Israel ausgeplündert und seine Weinberge verwüstet, doch jetzt lässt der Herr ganz Israel wieder in seinem alten Glanz erstehen. Da ist dein Feind, Nineveh. Die kampferprobten Soldaten tragen blutrote Schilde und ihre Kleidung leuchtet scharlachrot. Die eisernen Streitwagen funkeln wie brennende Fackeln, die Krieger schwingen ihre Lanzen bereit für die Schlacht. Jetzt rasen die Wagen über die Straßen, auf den freien Plätzen überholen sie einander. Wie Flammen leuchten sie auf, sie sind schnell wie der Blitz. Der assyrische König ruft seine besten Offiziere, einer stolpert über den anderen, während sie zur Stadtmauer von Nineveh rennen. Schon verschanzen die Feinde sich in der Schutzdächer, um die Stadt zu stürmen, am Fluss brechen sie die Schleusentore auf, die Angst packt alle am Königshof. Und so geht es weiter. Das ist schon große Klasse, oder? Faszinierend ist, dass die Leute, die kamen, um Nineveh zu zerstören, scharlachrote Uniformen trugen. Aber zu Nahum's Zeiten gab es keine Armee, die scharlachroter Uniformen trug. Er sah sogar die Farbe ihrer Uniformen voraus und auch wie sie durch die Flusstore eindrangen. Sie legten den Fluss trocken und drangen durch die Schleusentore ein und eroberten Ninive. Und er sah, wie das alles geschah. Lesen Sie Nahum, es ist eine lebhafte Beschreibung. Hören Sie diese Poesie. Wehe dieser Stadt, die vor keiner Bluttat zurückschreckt, die sich auf Lug und Betrug gründet. Da Peitschenknall und Räder rasseln, Pferde galoppieren, Streitwagen rasen dahin, die Reiter preschen vorwärts, Schwerter glänzen, Speere blitzen auf. Das Schlachtfeld ist übersät mit Gefallenen, man stolpert über Berge von Leichen, niemand kann sie mehr zählen. Das ist die Strafe für Ninive, diese Hure. Die mit ihren Reizen ganze Völker verführte und sie mit ihren Zauberkünsten umgarnte. Anschaulich geschrieben. Können Sie sich den Mann vorstellen, der so etwas predigte? Und er erlebte alles hautnah mit. Das finden wir in Kapitel 2. Nahum beschreibt zunächst einen Tag der Plünderung. Er sieht die ausgeraubte Stadt, alles wertvolle, alle Schätze sind weg. Und dann sagt er: Ich sehe eine Höhle voller Löwen. Aber die Löwen sind schwach und liegen im Sterben. Erinnern Sie sich noch daran, wie jemand Großbritannien als zahnlosen Löwen bezeichnete? Das schreibt Nahum über Ninive. Das ist sehr wichtig, denn der Löwe war das Wappen Assyriens. Sie betrachteten sich selbst als Löwen. Hier jedoch sind sie zu zahnlosen Löwen oder Papiertigern geworden. Sie stellen für niemanden mehr eine Bedrohung dar, sie sind selbst in Panik. Darin liegt eine Art poetische Gerechtigkeit. Dann zu Kapitel 3. Nahrung geht von der Beschreibung zur Erklärung über. Warum? Zuallererst verkündet er, dass Gott zugunsten seiner Freunde und gegen seine Feinde eingreifen wird. Dann jedoch kommt die Beschreibung, wie das geschehen wird: durch die Invasion einer größeren Macht, die in die Stadt eindringt und diese Löwengrube übernimmt. Aber die Erklärung, warum geschieht das? Die Antwort findet sich in der schieren Unmenschlichkeit der Assyrer. Sie kannten die Zehn Gebote nicht, also verurteilte Gott sie auch nicht, weil sie die Zehn Gebote gebrochen hatten. Wenn Gott einen Propheten schickt, um über Menschen zu urteilen, die nicht zum Volk Gottes gehören, wirft er ihnen nicht die Zehn Gebote vor. Wir werden das noch bei Amos sehen. Gott wirft den Assyrern Unmenschlichkeit vor. Jeder weiß, dass man gütig und nicht grausam sein sollte. Selbst diejenigen, die noch nie etwas von den Zehn Geboten gehört haben, wissen, dass es falsch ist, barbarisch und grausam zu sein und Menschen zu foltern. Jeder weiß das. Gott richtet die Menschen also nach dem, was sie wissen. Das ist ein Prinzip, das sich durch die ganze Bibel zieht. Wenn Menschen die zehn Gebote nicht kennen, werden sie auch nicht dafür verurteilt, dass sie sie gebrochen haben. Wenn jemand noch nie von Christus gehört hat, wird er nicht dafür verurteilt, dass er nichts von ihm gehört hat. Jeder hat jedoch ein gewisses Wissen über Gott durch die Schöpfung außerhalb von ihm und das Gewissen in seinem Inneren. Und Gott wird jeden danach beurteilen, was ihm sein eigenes Gewissen gesagt hat. Wir alle wissen, dass Unmenschlichkeit falsch ist, nicht wahr? Die Karte der Vereinten Nationen, § U 144, die Erklärung der Menschenrechte – es brauchte keine Christen, um das zu schreiben. Wir kennen die Menschenrechte, und deshalb passierte den Assyrern all dies, weil sie sich über die Menschenrechte hinweggesetzt hatten. Sie hatten alles mit Gewalt erobert. So haben sie sich ausgebreitet, quasi mit Blitzkriegen. Sie besaßen Streitwagen, fuhren damit einfach durch die Gegend, schlachteten alle Einwohner ab und eroberten das Land mit Gewalt. Gott kann einem ein größeres Gebiet geben, ohne dass man es mit Gewalt einnehmen muss. Es gibt einen richtigen Weg zu expandieren und einen falschen Weg. Die andere Sache, die Nahum besonders erwähnt, ist, dass die Assyrer durch Geld korrumpiert wurden. Das wird klar herausgestellt. Als sie reich wurden, wurden sie korrupt und Bestechung wurde die Regel. Und wegen dieser Tatsachen, von denen Nahum sagt, sie wussten, dass sie falsch waren, zerstörte Gott ihre Stadt. Ich finde diese beiden Dinge bemerkenswert, denn beide sind auch unserer Gesellschaft nicht fremd. Und die Menschen wissen, dass es falsch ist. Gott sei Dank leben wir in einem Land, in dem Bestechung noch nicht allzu schlimm ist, aber es wird immer schlimmer. Wenn man in ein Land reist, in dem man keinen Führerschein oder Reisepass bekommt, ohne jeden auf dem Weg zum Amt zu bestechen, dann ist man froh, wieder hier zu sein. Diejenigen von Ihnen, die reisen, wissen das. Und so etwas passierte hier. Die Assyrer eroberten Länder mit Gewalt und wurden durch Reichtum korrumpiert. Deshalb sagt Nahum, wehe dieser verdammten Stadt. Das Wort wehe hat leider seine Bedeutung für uns verloren. Es ist ein Fluch. Ein schreckliches Wort. Man sollte es nie verwenden. Leider hören wir in unserem Land häufig, dass Eltern sagen, wehe, wenn du das noch einmal machst. Sagen Sie das nie zu einem Kind. Sie verfluchen es damit. Erinnern Sie sich, wenn Sie heute an den See Genezareth fahren, sagen Sie, oh was für ein schöner Ort. Sie haben ihn heute Morgen beschrieben. Er ist so schön, dass jeder ihn liebt. Er ist jedoch vollkommen anders als zur Zeit Jesu. Damals lebten 250.000 Menschen an den Ufern Galileas. Zur Zeit Jesu war das Gebiet stark urbanisiert. Kapernaum war eine große Fischerstadt, ebenso wie Bethsaida und Korassin. Wo sind diese Städte hin? Warum muss man, wenn man heute dorthin fährt, in Tiberias übernachten? Der einzigen Stadt an der Küste Galileas. Ich sage Ihnen, warum. Weil Jesus alle anderen Städte verflucht hat. Er sagte, wehe dir, Kapernaum, wehe dir, Bethsaida, wehe dir, Horassin. Wenn die Wunder, die ich bei euch getan habe, in den nichtjüdischen Städten Tyrus und Sidon geschehen wären, hätten sie schon längst Buße getan. Die einzige Stadt, die Jesus nicht verfluchte, war Tiberias. Er hat nie gesagt, wehe dir, Tiberias, mit dem Ergebnis, dass Tiberias immer noch da ist, während man die anderen kaum noch finden kann. Nur noch ein paar Steine. Wehe, wehe der blutigen Stadt. Das ist ein schrecklicher Fluch und Nahum hat ihn ausgesprochen. Was mit Nineveh weniger als ein Jahrzehnt später geschah, nachdem Nahum diesen Fluch ausgesprochen hatte, geschah alles bis ins kleinste Detail. Und Nineveh wurde nie wieder bewohnt. Lassen Sie mich Ihnen noch einmal das Bild von vorhin zeigen. Das ist der große Palast. So sah er damals aus. Das da sind Eulen und Igel und all die wilden Tiere, von denen Sefania berichtet. Und das ist alles, was man dort heute noch vorfinden kann. Nineveh ist verschwunden und sollte nie wieder bewohnt werden. Es war jahrhundertelang verschollen, niemand wusste, wo es war. Tatsächlich zweifelte man an seiner Existenz bis 1820 ein Engländer namens Laird, durch die Gegend zog und in der Stadt am Westufer des Tigris übernachtete. Auf der gegenüberliegenden Seite erblickte er diesen Trümmerhaufen und fragte, Was ist das? Keiner wusste es. Also ging er hin, und nachdem er längere Zeit herumgegraben hatte, begriff er: Ich glaube, ich habe Ninive gefunden. Und das hatte er. Was geschah mit Nahum? Nun, er kehrte nicht nach Hause zurück. Sein Grab befindet sich heute am Westufer des Tigris. Und wenn Sie dort sind, zeigt man Ihnen das Grab und sagt, dort liegt Nahum. Sein Grab befindet sich also auf der anderen Seite des Tigris. Es ist immer noch dort. Und Nahum wird von den Arabern als einer der Propheten verehrt. Lassen Sie uns zum Schluss kommen. Ich möchte sowohl Amos als auch Nahum und die anderen Propheten betrachten und fragen, Warum sollte man die Propheten studieren? Ich meine, es ist nicht unsere Geschichte. Es handelt sich nicht einmal um unser Volk. Wir sind keine Juden. Warum also sollten wir die Geschichte anderer Völker studieren? Es ist alles so lange her und so weit entfernt. Was hat das mit uns zu tun? Die Antwort ist ganz einfach, damit wir Gott besser kennenlernen. Denn Gott hat sich kein bisschen verändert. Und wir können durch diese Propheten sehen, wie Gott ist. Denn die Propheten offenbaren Gott, den Gott Yahweh, was man entweder mit Ich bin übersetzen kann, obwohl das nicht ganz stimmt, es ist eher ein Partizip als ein direktes Verb, oder wie ich vorgeschlagen habe, mit Immer. Das bringt es für mich wirklich auf den Punkt: Der Gott, der Immer ist, immer derselbe. Die drei wichtigsten Dinge, auf die sich die Propheten zu konzentrieren scheinen, habe ich hier aufgelistet. Erstens fokussieren sie sich auf das Wirken Gottes, auf das, was er getan hat, was er tut und was er tun wird. Und sie stellen ihn zweifellos als einen allmächtigen Gott dar. Wenn sie jeden Sonntag in der Kirche das apostolische Glaubensbekenntnis rezitieren, beginnen sie auf diese Weise: Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater. Nicht nur an den Vater, sondern den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er wird hier als so mächtig dargestellt, dass er sowohl die Natur als auch die Geschichte vollständig unter Kontrolle hat. Deshalb können Wunder in der Natur geschehen und er kann Veränderungen in der Geschichte bewirken. Das ist eine Vorstellung von Gott, an der wir festhalten müssen, denn in unserem modernen wissenschaftlichen Zeitalter, in dem die Menschen die Natur als ein geschlossenes System und die Geschichte als das Ergebnis wirtschaftlicher Kräfte betrachten, ist es nicht leicht, sich daran zu erinnern, dass Gott die totale Kontrolle über beides hat. Und wenn man die Propheten regelmäßig liest, bleibt dieses Bild eines mächtigen Gottes erhalten, der alles in der Natur und alles in der Geschichte geschehen lassen kann. Das ist die Philosophie, die wir Theismus nennen, und das ist die Philosophie der Bibel. Das ist der erste wesentliche Grund, die Propheten zu lesen. Zweitens, wir kommen jetzt von Gottes Aktivität zu seiner Integrität. Gott ist beständig. Gott ist immer derselbe. Er ändert seinen Charakter nicht. Gott ist eine einzigartige Kombination aus Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Und wenn man sich zu sehr auf eines von beiden konzentriert und das andere vergisst, bekommt man ein unausgewogenes Bild von Gott. Wenn man nur an Gottes Gerechtigkeit denkt, bekommt man ein zu strenges Bild von Gott. Wenn man nur an seine Barmherzigkeit denkt, bekommt man ein zu weiches Bild von Gott. Und im einen Fall gibt es Furcht, aber keine Liebe. Und im anderen Fall gibt es Liebe, aber keine Furcht. Und wir brauchen beides. Die Propheten sorgen wirklich für ein wunderbares Gleichgewicht. In den nächsten beiden Vorträgen werden wir uns mit Amos und Hosea beschäftigen. Wenn jemals ein Prophet die Gerechtigkeit Gottes in den Vordergrund gestellt hat, dann war es Amos. Und wenn jemals ein Prophet Gottes Barmherzigkeit in den Vordergrund gestellt hat, dann war es Hosea. Gott hat diese beiden Männer zur selben Zeit mit ihren beiden unterschiedlichen Botschaften an denselben Ort geschickt, um das Gleichgewicht zu wahren. Gottes Gerechtigkeit bedeutet, dass er Sünde bestrafen muss und seine Barmherzigkeit bedeutet, dass er sich danach sehnt, sie zu vergeben und zu verzeihen. Es gibt hier also eine Spannung, die für Gott bestehen muss und die nur am Kreuz aufgelöst wird. Denn nur am Kreuz treffen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit aufeinander. Und die Sünden werden am selben Ort und zur selben Zeit bestraft und vergeben. Nur dass Jesus die Strafe auf sich nimmt und wir die Vergebung bekommen. Verstehen Sie das? Das ist die Integrität von Gottes Charakter und deshalb kann man vorhersagen, wie Gott sich verhalten wird. Er wird Barmherzigkeit üben, solange er kann, aber wenn sie beharrlich ignoriert wird, muss er Gerechtigkeit üben. Das ist die Botschaft von Jona und Nahum. Drittens betonen die Propheten Gottes Flexibilität. Für mich ist das eine sehr wichtige Erkenntnis über Gott. Sie besagt, dass Gott seine Pläne ändern kann. Sie sind nicht für alle Ewigkeit festgelegt. Er kann seine Pläne für die Menschen ändern. Je nachdem, wie Sie auf ihn reagieren. Das wird besonders bei Jeremia deutlich. An der Stelle, wo Jeremia zum Haus des Töpfers geht und sieht, wie der Töpfer versucht, aus dem Ton eine schöne Vase zu machen. Aber der Ton will sich nicht den Händen des Töpfers fügen, sodass eine Vase entstehen kann. Also knetet der Töpfer alles wieder zu einem Klumpen zusammen und macht dann einen groben, dicken Topf daraus. Gott fragt dabei, Jeremia, hast du die Lektion vom Töpfer und dem Ton gelernt? Die meisten Prediger, die ich zum Thema Töpfer und Ton gehört habe, verstehen das völlig falsch. Sie sagen, der Töpfer entscheidet, welche Form der Ton haben wird. Verstehen Sie? Das ist Prädestination. Und wenn Gott dieses oder jenes entscheidet, kann man nichts dagegen tun. Gar nichts. In Wirklichkeit ist es der Ton, der entscheidet, ob aus ihm eine schöne Vase oder ein grober Topf wird. Je nachdem, wie er auf die Hände des Töpfers reagiert. Können Sie das nachvollziehen? Das ist furchtbar wichtig. Gott sagte weiter zu Jeremia: Hast du die Lektion vom Töpfer und dem Ton gelernt? Ich wollte Israel zu einem Gefäß meiner Barmherzigkeit machen, aber sie wollten es nicht. Also mache ich aus ihnen einen Topf voll mit meiner Gerechtigkeit. Dann sagte Gott jedoch: Wenn sie umkehren, werde ich nachgeben und wir werden aus ihnen wieder ein schönes Gefäß machen. Das ist die Flexibilität Gottes. Gott ist bereit auf uns zu reagieren. Ist es nicht erstaunlich? Er will, dass wir auf ihn reagieren und wenn wir das tun, ist er bereit, seine Pläne zu ändern und gute Pläne für uns zu erstellen und keine Bösen. Wenn wir aber nicht auf seine Barmherzigkeit reagieren, dann muss er seine Pläne ändern und böse Pläne für uns machen. Verstehen Sie das? Gott ist persönlich, er ist lebendig und wir stehen in einer lebendigen Beziehung zu ihm. Die Dinge sind nicht festgelegt, das wäre Fatalismus, das ist Schicksal. Die Dinge sind nicht festgelegt. Gott ist flexibel und passt sich seinem Volk an. Wenn wir als sein Volk richtig reagieren, macht er aus uns ein wunderschönes Gefäß. Wenn wir jedoch falsch reagieren, wird er immer noch ein Gefäß aus uns machen, das ist sein Vorrecht. Aber es wird ein Gefäß voll mit seiner Gerechtigkeit sein. Wir werden für den Rest der Welt eine Demonstration Gottes sein. Und zwar eine Demonstration seiner Gerechtigkeit und nicht seiner Gnade. Sie haben also die Wahl. Welche Art von Ton wollen Sie sein? Wollen Sie der Welt Gottes Barmherzigkeit oder seine Gerechtigkeit zeigen? Sie werden das eine oder das andere sein. Und es ist nicht Gott, der bestimmt, was Sie sein werden, sondern Sie entscheiden, ob Sie auf ihn reagieren. Verstehen Sie das? Die Flexibilität Gottes ist für mich eine sehr wertvolle Wahrheit. Die Zukunft ist nicht festgelegt. Sie ist nicht vorbestimmt. Sie ist offen, weil sie persönlich ist. Das Einzige, was selbst Gott nicht ändern kann, er kann die Vergangenheit nicht ändern. Doch er kann die Zukunft ändern und seinen Willen. Das ist eine Sichtweise von Gott, die viele Christen noch nicht begriffen haben. Gott ist flexibel. Sein Charakter ist zwar unveränderlich, seine Integrität ist unveränderlich, aber seine Pläne für uns können sich ändern, weil er ein persönlicher, lebendiger Gott ist. Er erwartet eine Antwort von uns und er wird auf unsere Antwort reagieren. Die Bibel wagt sogar zu sagen, dass Gott Buße tut, wenn wir Buße tun. Das Wort Buße bedeutet hier aber einfach nur, dass er seine Meinung ändert. Wenn wir also unsere Meinung ändern, ändert Gott seine Meinung. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Allerdings ändert Gott nicht seinen Charakter. Und das ist ein noch schönerer Gedanke. Wir können uns immer auf ihn verlassen. Das ist der Grund, warum ich die Menschen ermutige, die Propheten zu lesen. Sie lernen Gott besser kennen und wissen, dass er ein mächtiger Gott ist, der in der Natur und in der Geschichte alles tun kann. Er ist ein berechenbarer Gott. Er wird gemäß seinem integren Charakter handeln und deshalb kann man vorab wissen, wie er reagieren wird. Gleichzeitig ist er auch ein persönlicher Gott, der eine lebendige Beziehung zu uns haben möchte, damit er auf uns reagieren kann und wir auf ihn reagieren können. Das ist der Gott, den wir anbeten. Gelobt sei sein Name.